Ich weiß jetzt nicht, auch wir haben schon ordentlich Geld gemacht mit Pilzen, aber ich weiß nicht, sollen wir die jetzt selber essen, um diesen magischen Bonus abzustauben, oder wieder weiterverkaufen und zurüst? Ich meine, wir sind ja kein Magier. Muss ich noch überlegen, ne? Ja, naja. Na, warte mal erstmal ab, wie viel wir denn im Laufe des Spiels noch zusammenbekommen. So, und dein Kindergarten-Sandkastenfreund ist leider von uns gegangen. Er ist entschlafen oder, wie man so schön sagt, von einem Lurker getötet worden. Hey! Muss man ein bisschen Euphemismen benutzen. Dein Freund, ich will ja nicht sagen, dein Freund Malcolm ist tot. Ne? Das ist ein bisschen so Euphemismen verwenden. Ne? Dein Freund ist von dem Lurker getötet worden. Wurde zerfressen, aufgefressen. Tut mir leid. Dein Kumpel Malcolm ist tot. Mann! Das habe ich mir schon gedacht. Armes Schwein. Ich hätte ihm doch helfen sollen. Warum hast du es nicht Du gemacht? bist echt mutig, weißt du Ich das? weiß. Ich hätte das mit der Feldspalte nicht fertig Du gebracht. bist ja auch eine Lusche, die von Francis geführt worden ist. Francis, der hat aus den Piraten echte Waschlappen gemacht, ne? Wasser ist so nass. Nein, nein, ja, komm doch ins Wasser. Nee, das ist so nass und salzig und Fische und. Wenn das sind die Banditen, ich sag immer Panditen, wo liegt das? Die Banditen wo werden von einem knallharten Ex-Gefangenen, Knasti, geführt von Raven, und das sind halt eben richtige harte Kerle, ne? Und die Piraten, die werden von so einem Vollpilz regelrecht geführt. Ja, sammeln wir die auch mal ein. Ich meine, wir sind ja Alchemist. Eigentlich ist das ja unser. Oh, apropos, was der Dings, der Konstantino wieder sagt, wenn. Ich meine, wir halten uns jetzt ja schon lange Zeit hier auf. Und der hat sich ja, wenn wir mal ein paar Nächte nicht gekommen sind, hat er sich ja schon aufgeregt. Wo hast du dich herumgetrieben? Und. Oh yeah, der wird sich freuen. Scheiße, da muss er sich selbst aus seinem Kämmerchen bewegen und mal ein paar Pilze sammeln oder was auch immer er braucht. Ich stehe ihm jetzt für eine lange Zeit nicht zur Verfügung. Hey, könnte ja auch wieder sein, dass da einer nach 30 Tagen Schlaf von Xardas Turm irgendwie runter in die Stadt kommt. Kann ja auch wieder sein, und dann fängt der da an und so, ne? Und dann denkt er, wir sind tot und ach, das ist so schwierig. Da kann jetzt alles Mögliche passieren. Na komm, Wüstenradé. Gucken den Canyon genauer mal ab, ne? Ich habe mir so eine Mod gespielt, da haben die einfach so roten Sand genommen und halt auf eine Fläche verteilt und haben gesagt, das ist ein Canyon. Dabei ist ja ein Canyon was ganz was anderes. Ein Canyon ist eine Riesenschlucht. So ein Riesenschluchttal, was auch immer. Grand Canyon ist ja eine Schlucht, die von so einem Riesenfluss, von dem Fluss in den Felsen reingefressen worden ist, ne, und Riesengebiet und so. Das ist ein Canyon, genau. Geht halt so wie eine Schlucht halt runter. Und scheiße, da unten sind zwei Razor. Geil, ich setze auf den Beißer. 500. 500 auf den Beißer. Das ist kein gut angelegtes Geld, würde ich mal behaupten. Weil die Razor, die machen ihn schon platt, ne? Aber ich mache auch die Razor platt. Denkt, was ich für Angst in der Kolonie von den Viechern hatte. Da waren die aber auch viel stärker als hier. Beziehungsweise hier bin ich ja schon stärker. In der Kolonie war man ja eben immer nie so stark, weil eben du so wirklich als kompletter Loser angefangen hast, ne? Hier bist du ja schon ein bisschen. Und ja, da sind noch die Möglichkeiten besser. Ich meine, Sträfling, da hat man nicht viel, außer vielleicht ein Kaugummipapier und eine Batterie zum Feuer machen. Da hast du wenigstens auch was, ne? Wenn ihr versteht, was ich jetzt meine, versteht ihr wahrscheinlich sowieso nicht. Ich habe ja sowieso viel zu viel Krampf. Aber das ist ja auch irgendwie lustig, oder? Fehlt nur noch der Grashüpfer oder die Heuschrecke, die jetzt ein bisschen zirpt.
dann wäre dieser Gag echt gelungen. Na, versteht ihr? Ach, versteht ihr sowieso nicht. Ich und meine Witze, ne? Die sind zu hoch für euch. Ich weiß schon. Das ist zu hoher Humor. Geht zu den Goblins, dann könnt ihr lachen. Die machen. Das ist eure Niveaustufe. Goblins. Ich soll jetzt hier nicht so gemein sein. Ich habe ja so wenig Fans und zu denen soll ich jetzt auch nicht gemein sein. Ne? Damit die auch nicht weggehen von mir. Ja. Gut, wir sind hier in der Mine übrigens, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Hat er gesagt, der Canyon ist überfüllt von alten Minen. Und das ist eben eine von diesen. Schön, gell? Oh, hab ich mir Spitzhacke dabei. Ja, immerhin etwas, oder? Voller Pilze ist diese Mine. Schön, ne? Pilze. Ich liebe Pilze. Also ich liebe Pilze echt, ne? Was ist das? Das ist ein normaler Stein. Und hier haben wir noch mehr Pilze und ein X. Da stochen wir jetzt mal ein bisschen drauf rum. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ich mache die immer erst später auf. Meine Schatzkisten, ne? Meine Lederbeutel und so. Das ist immer so blöd, wenn du dann mitten in der harten, in der Tour bist, so durch den Canyon jetzt hier wie hier. Du machst dann halt mittendrin auf und denkst dir so, jawohl, dann habe ich das und das gefunden und dann um die Ecke stirbst du. Ja. Oder so ähnlich. Wie habe ich mir das immer gedacht, ne? Nee, erst immer, wenn man das beendet hat und dann kann man sich richtig freuen, was habe ich jetzt alles geklaut, was habe ich jetzt alles gefunden und so. Jetzt haben die Beißer tatsächlich gewonnen, ey. Ja. Nichts zu holen. Was zur Hölle ist... Die haben doch noch gegen Razor gekämpft. Uiuiui. Wie haben die das gemacht? Na. Ach so, die Razor sind dann einfach gegangen und haben sie gedacht, ja scheiße, die machen wir eh fertig. Nee, ein Razor ist das nur. Und der rennt jetzt auch weg. Und denkt sich, jawohl, fressen wir mal ein paar Beißer auf. Ja, die haben es vielleicht drauf, die Razor, ne? Ganz helle sind die nicht, ja? So. Gehen wir mal weiter runter. Ah, haben auch nochmal zwei. Einer kommt schon. Und denkt sich, der andere verschwindet. Wird von irgendwas gebissen. Mir jetzt auch ansehen. Eine Wüstenratte, oh Gott. Ach Gott, ist das... Das greift ihn tatsächlich an und die setzt ihn auch zu. Kommen die Schaffer zusammen. Nein! Der darf die da jetzt nicht. Der hätte die jetzt den Tod gebissen. Jetzt greift sie auch noch den Wolf an. Also das ist vielleicht... Jetzt hat sie den Wolf tot gebissen, oder? Nein, das war ich, oder? Also... Die Viecher im Canyon, ne, das sind ja wahre, das sind wirklich Viecher. Also, boah, Ratten nehmen es da einfach so mit Razor auf und eieieiei. Scheiße. Wir stehen ganz unten an der Nahrungskette. Fuck, ey. Das ist hart. Das ist wahrlich hart. Naja. Glücklicherweise haben wir diesen harten Kampf jetzt überstanden. Mal schauen, was als nächstes kommt. Kakteen. Dürfen wir auch nicht berühren, ganz gefährlich. Wieder boah, eine Rudelwölfe, ein Wolfsrudel. Ich habe mal so ein Mod gespielt, da gab es irgendwie Krokodile. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Mod das war, aber Krokodile im Canyon, das ist auch was Schönes. Nicht so. Ne? Ich meine, die leben im Sumpf, hätten die eher gepasst, weil Krokodile leben ja bekanntlich im Sumpf. Ah, das ist immer witzig, ne? Aber das, naja, das ist ja auch nicht unsere Welt, ne? Kann man dann wieder argumentieren, aber hey, da ist wieder ein Kreuz, ne? Schon das zweite X heute. Bin gespannt, ob wir noch ein drittes finden, dann hätten wir ein Triple X. Uhuhu. Vor allem... Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Vor 20 Jahren ungefähr müssten hier schon mal jemand sein. Müssten da schon mal ganz viele Leute gewesen sein. Und den Leuten wurden dann ganz schön sauber die Köpfe abgetrennt, ne? Wenn man das hier so sieht. Mitten in den Stein, ne? Könnte man jetzt Wasser runterschlürfen, ne? Schwarze... Also,
schon so zweiter Brocken schwarzes Erz. Ich weiß echt nicht, was man damit machen kann. Aber ich bin mir sicher, wir werden es noch rausfinden. Ich bin mir aber, glaube ich, sicher, dass man da sein Schwert, ein Schwert schmieden kann. Oder also wenn man Erzwaffen schmieden kann, dass man dann mit schwarzem Erz noch ein stärkeres Schwert schmieden kann. Ne? Gibt's ja... Orks, fuck! Oh ja, das war... Ach ja, richtig, das macht den Canyon auch so gefährlich. Orks, ne? Da halten wir uns ein bisschen so abseits, ne? Ich möchte nicht, dass die mich sehen. Ich hasse zwar Orks zutiefst, ne? Ich bin kein Ork-Freund, nein. Ich will bloß nicht, dass die irgendwie... Verdammt nahe da. Was zur Hölle soll ich da machen? Jetzt geht mir da fast so eine scheiß Fangheuschrecke, ne? Ich stehe da rum und die haut mir da ein paar Mal in die Fresse. Ne? Also. Nein. Ich halte es nicht mehr länger in diesem verfluchten Canyon aus. Ich muss hier raus. Die Sonne sticht, Razor, Fangheuschrecken, die einen vernebeln. Wüstenratten, die keinen Schiss haben. Und steinharte Razor, Orks, also. Kommt alles irgendwie auf einen. Alles auf einen. Und dann alles zum einen. Und was da auch richtig hardcore ist, ne? Das da, ne? Das sieht so aus, als ob das jemand gebaut hat. Eine Brücke, aber es gibt ja tatsächlich solche Felsen, die wirklich wie Brücken aussehen. Windkraft, ne, war alles der Wind, aber so genau wollte ich das dann auch nicht wissen. Und Bluthunde! Ja, mei, die habe ich auch schon ewig lang nicht mehr gesehen, ne? Seit dem Fall der Barriere habe ich keinen einzigen Bluthund mehr gesehen und ich bin auch froh drüber. Ja. Meine Lieblingsviecher werden das nicht. Nochmal zwei. Unter Schattenläufer anscheinend. Und so eine Überart vom Wolf. Also, keine Ahnung. Bluthund. Das ist cool, dass die alten Viecher da wieder kommen. Das ist wieder richtig so wie damals in der Kolonie, ne? Da erinnert man sich schon gern zurück, ne? An die schöne Zeit in der Kolonie, wo man in seinem eigenen geschlafen hat und nichts anderes zum Anziehen hatte und kein Geld und man